Hallöchen meine Freunde, damit herzlich willkommen einmal wieder zurück zum Euro Truck Simulator 2 Multiplayer mit dem Glücki. Hallo. Zum letzten Thema, Laptop, ja, also wollen wir ja eher nicht geben, aber ist ja nicht so für die Gamescom, ja, vielleicht. Das ist ja nicht so, als ob ich jetzt 3 oder 4 hätte. Nö! Gar nicht! Gar nicht, Junge. Von der Gamescom wäre es vielleicht nicht schlecht. Ich meine, da nimmst du ja sowieso immer ihn mit. Oh. Aber sie haben, ja, haben sie den blöden Stick noch, ja? Ja, wie ist blöd. Ja, sie wissen, wie ich es meine. Von daher, Gamescom wäre vielleicht, wie gesagt, nicht schlecht für das eine oder andere. Oder haben sie ja ihren mit dabei für einen Fall der Fälle? Ich habe da ja auf dem Tablet, habe da das Tablet mit, wo ich ja Kanal drauf habe, falls was schief geht. Also das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Weil wie gesagt, jetzt brauche ich sie ja noch nicht. Ich kann mich noch letztes Jahr, war das letztes Jahr oder vor 2 Jahren? Ich weiß es nicht. Da war es dann kurz davor. Ne, das war letztes Jahr. Da haben sie mich ja auch schön verarscht. Ja? Habe ich mir. Ha, haben sie ihre WhatsApp geschrieben? Ja, haben sie denn schon eine verbindende Zugverbindung nach Köln rausgesucht? Da habe ich mir schon gedacht, na schön, danke euch. Ich sage, naja, wird schwierig. Ja gut, brauchen sie nicht. Weißt du? So, so. So kommen sie mir da ja immer wieder, weißt du? Ja. Ja, jetzt auch nicht so kompliziert gewesen. Jetzt haben wir Ösian früh anrufen müssen. Ja, genau, oder mit den Klonen. Immer mit den Klonen einfach, Alter. Ja, mir mit den Klonen. Das ist prinzipiell ist das scheiße, muss das Gelumpe schleppen. Wisst ihr, mit dem Auto ist es dreimal angenehmer. Ist zwar nicht Bilger, ja doch, ist sogar teilweise Bilger. Wie wenn du mit der Deutschen Bahn fährst, aber es muss ja trotzdem nicht sein. Da kommt nur drauf an, mit dem Auto, sagen wir so, ist es auf jeden Fall billiger, wenn man Diegen fährt. Also wenn man jetzt zum Beispiel höchster Gang 120, da kommst du relativ die Diegen an. Hm. Ja, also jetzt und ohne Stau jetzt, da kommst du relativ billig an, da verbraucht das Auto vielleicht 8 Liter. Hm. Ja. Aber ich will nur 120 fahren, da fahre ich ja 4,5, 5 Stunden und keine 3,5 Stunden. Das ist richtig, wir waren immer relativ zeitig dort. Okay, na gut, wir haben ja letzte mit Autos ja auch angenehmer, hast ja auch mal, findest du mal eine Dame, die du mal einpacken kannst. Ja, hatten wir zum Beispiel letztes Jahr. Die hat sich auch gefreut, das ist richtig, ja. Und es ist so schön gediegen am Sonnabend vor allen Dingen am Montag anzukommen. Da hast du dann noch einen halben Tag erstmal so, da kannst du noch fressen und dann geht's einen Tag später, geht erstmal die ganze Scheiße los. Dann hast du Mittwoch noch und dann ist so ab Donnerstag, ist ja dann eher so, ja, man muss nicht hin, man kann hin, je nachdem, was man da für Termine hat. Da kann man auch mal TJP fahren, ne, auch wenn man nicht reinkommt, weil alles viel zu voll ist, weil die ganzen Kinder Ferien haben. Ja gut, das haben wir ja aber erst Nachmittag dann gemacht. Ja, aber das war ja so gegen Mittag sind wir dann ja weg, ne. Und wir haben den Freitag dann noch es geht bis Samstag? Samstag ja, ist der letzte Tag. Ja, stimmt, Samstag ist ja jetzt mittlerweile der letzte Tag und da sind wir dann gleich wieder heim nach den Treffen. Das wird dieses Jahr nicht anders sein, würde ich mal fast behaupten. Von daher, der normale Samstag ist ja eh schon komplett weggebucht, schon seit 2 Monaten. Das zeigt schon wieder. Die Karten, ja. Das zeigt schon wieder den Andrang. Zeigt schon wieder deine Beliebtheit. Ja. Haben die mal angekündigt, ne, aber ausverkauft. Jetzt wirklich. Hätte es. Ja. Von daher. Schauen wir dann mal. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was es so dieses Jahr da so zu kaufen gibt. Battlefield 5, die Alphas, ja, kannst ja mittlerweile. Also, du nicht, ich auch nicht, nur ausgewählte Leute. Ich weiß, hab ich gesehen, aber. Wie schön, es sieht ein bisschen aus wie Battlefield 1, ne? Von der Machung her. Ja, nee. Na, Grafik. Das hat und so teilweise, ja. Es ist mit den Farben, aber das ist ja auch alles noch Alpha-Status. So richtig. Es ist ja nur, dass es erstmal läuft. Aber gerade interessante System ist halt drin. Für mich in meinen Augen auch ein bisschen realistischer machen, zum Beispiel das neue Spotting-System. Dass du nicht einfach so zack aus der Luft, zum Beispiel war es ja bei Battlefield 1 sehr unrealistisch, bist einfach drüber geflogen, hast Kuh gehämmert und dann wurde dir alles rot angezeigt, wo welche sind. Das weil du aus Zufall da drauf warst und das geht jetzt nicht mehr. Du kannst was markieren. Muss auch in der Nähe sein. Mit Kuh
Da kannst du sagen, da ist was, da muss aber. Ach so, in der Richtung, ja, da kannst du so einen Kegel hinschmeißen, ja. Richtig, aber und, da muss nichts sein. Richtig, wenn du aber in der Nähe bist, also sprich die siehst oder ansiehst, dann werden die trotzdem noch markiert. Aber ja, das geht wirklich nur noch in der Nähe. Du musst es sehen. Na gut, dafür haben sie aktuell noch die Flaggern drin, die sind noch ein bisschen zu OP, aber gut, dafür ist es eine Alpha. Naja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Ich hab mal. Gut bis zum Squad, dass du eigene Panzer anfordern kannst, nur für Squad. Das ist echt geil gemacht. Das ist wirklich mehr der Fokus auf das 4-Mann-Teamplay. Das ist gut gemacht. Deswegen schauen wir auf jeden ich Fall. Ich habe auf jeden Fall allen Bonus schon erspielt. Also über Battlefield. Bei Battlefield 4. Alles erspielt, bin ich durch. Ich weiß nicht, ob da noch was Neues jetzt dazu kam. Das waren ja 5 Stages, die du machen musstest. Und ich weiß nicht, ob da bis jetzt, bis zum Release, immer mal noch was nachgeschoben wird. Weil es sind ja bis jetzt nur Waffenskins, irgendwelche Taler, dann ein Truppen-XP-Boost, sowas. Jetzt weiß ich nichts. Kleinigkeiten, Alter. Ja. Aber das kann dir ja vielleicht auch helfen, wenn du jetzt nicht unbedingt die Premium Edition kaufst. Gibt's ja nicht mehr. Doch, es gibt doch das große Ding noch. Achso, ja, es gibt die Deluxe Edition, genau. Genau, und die Deluxe Edition. Ah. Die Deluxe Edition hat ja zum Beispiel die Waffen von Battlefield 1 einen großen Teil mit drin. Weil es ist ja, naja, vom ersten in den zweiten Weltkrieg gibt es ja die Waffen nur noch. Und, oh, jetzt bin ich verkackt gefahren. Das ist richtig. Ja, du hättest zur Meldestelle gemisst. Ja. Und? Nee, jetzt zeigt er gerade aus, aber ich glaube, da schickt er mich dann noch im Kreis. Da schickt er dich dann im Kreis, ja. Das ist mir damals auch passiert. Das kann ja halt nur 2 Rückwärtsgänge, ne? Ja, ja. Also deiner, ne? Meiner, den ich also normal hab, das ist, was hast du denn R dann ist? S, glaube ich. Ja, und ich habe ja den R, der hat nur ihn. Der darf hier, der hat nur ihn. Naja, das geht einfach nur in ihn zurück. Absolut nervig, habe ich ja für Streams. Der darf hier hat 4. Hab ich auch nicht gewusst, dass es sowas gibt. Also. Das ist. Ja, das ist minimal schnell. Halt schon da, dass du hast jetzt noch kein Spiel gekauft, aber. Bin ich denn jetzt hier? Bin ich jetzt hier reingefahren? Einfach nur durch die Mautstelle und dann geradeaus, ne? Also. Weil 2 Schatten sind, ich bin verwirrt. Naja, 2 zum Durchfahren normal und anhalten und 2 zum Dings. Die 2 hintereinander waren jetzt ja so Schranken, ganz links. Achso. Ja. Und sah was aus wie die Gewichtskontrolle bei ATS. Und da ist es so, da hast du unten noch ausgekraute, die du eigentlich schon erfüllt hättest, aber das kriegst du halt nur, wenn du wirklich diese Premium oder Deluxe Edition kaufst, weil das sind dann zum Beispiel so, wie schon der Jäger-Skins und sowas, da und halt die Waffen von Battlefield 1 in einem gewissen Skin. Achso. Aber die Waffen hast, kriegst du ja nur, wenn du auch die Deluxe Edition kaufst. Dann kriegst du die Waffen von Battlefield 1 und deswegen ist das unten ausgekraut, weil die gehen ja jetzt davon aus, da kauft erstmal nur Standard Edition. Ganz ehrlich, was willst du mit Waffen aus dem Ersten Weltkrieg, Zweiten Weltkrieg, also... Ja, ein Rückschritt. So gesehen, ja. Wo muss ich jetzt hier hin? In den Hafen, neu. Also ich muss auf jeden Fall in den Hafen. Ich habe mir ständig überfahren rote Ampel, überfahren rote Ampel, überfahren rote Ampel. Ich muss zusehen, das Konto ein bisschen labert. Wenn ich zu viel Einnahmen habe, kommt der Staat wieder und hebt Steuern drauf. Ja, ja. Hey, Battlefield, das ist sowas, worauf ich mich freue. Und das gut, das ist die Crew 2. Da habe ich ja schon mal ein bisschen was dazu gedacht. Das ist ja nicht so. Du meinst gerade die schöne große Karte und dann kannst du überall Blitzreisen machen. Das ist so eine Sache, verstehe ich nicht. Ich verstehe den Hintergrund von dem Entwickler nicht. Das hätten wir wenigstens so machen können, dass man sagen könnte: Okay, ich spiele das Spiel in sowas wie einem Hardcore-Modus, wo es keine Blitzreise gibt. Dann sind aber die Preise, die du bekommst, halt deutlich besser. Dass du am Ende trotzdem so schnell vorankommst wie ein normaler quasi. Jetzt bei Kingdom Come kommt da jetzt am 5. Das erste DLC, da kannst du dein eigenes Dorf bauen. Da mach richtig geil. Und schon einen Hardcore-Modus ein. Also du siehst nicht mehr auf dem Kompass, wo ist Norden, Süden, Osten. Dann sind die Gegner härter. Dann kannst du keine Blitzreise mehr machen. Also die Blitzreise war ja damals auch nur so, dass du ja dort rumgelaufen bist, du hast einen Ort angeklickt, dann hast du gesehen, wie dein Männel sich über die Karte bewegt hat, schnell. Du könntest aber in der Zwischenzeit trotzdem von Räubern überfallen werden, wenn da zufälligerweise welche auf dem Weg waren. Derzeit. So, und das kannst du aber nicht mehr so schnell. Du musst halt jetzt original alles reiten oder laufen. Ja, und das ist halt jetzt alles wirklich mehr Hardcore. Die Preise sind nochmal angepasst. Das finde ich halt geil, das müsste für jedes Spiel geben, so ein Hardcore-Modus.
wo es dann aber auch bessere Ausrüstung und sowas gibt. Es ist schön, aber da kommt ja im Oktober dann noch das neue Forza. Und ich sag mal, das ist nicht ganz so arcade-lastig wie bei The Crew, muss ich sagen. Das sieht doch sehr arcade-mäßig aus. Ist okay. Du hast unterschiedlich, wenn dein Fahrzeug dieses Fahrverhalten oder Spiellevel-Expert hat, dann fährt sich die Karre schon, also der Fokus, der ist, den ich hab, der ist halt auf Expert, da merkst du halt schon, den kriegst du, also Tino sein, der hat ja so einen Porsche-Verschnitt oder so, ne, der kommt halt, die Karre setzt in jeder Kurve quer, ne, also der... auch ein Heckmotor. Ja, okay. Aber meiner hat ja hinten auch, also der ist jedenfalls im Spiel selber, gibt er von hinten Gas, jedenfalls hat er hinten durchdrehende Räder. Ja, der, weil das, der, ja, der Haupt, also es ist ja besser zum Starten mit hinten anzufahren. Ja. Und der hat ja einen intelligenten Allrad, der tut quasi beim normalen Anfahren, nützt er erstmal mehr hinten und wenn der hinten anfängt zu kratzen, dann schaltet vorne noch mit zu. Hm. Das ist ja nicht wie beim Audi damals, der Quattro, der hat ja alles, alle Viere gleich angetrieben. Da haben wir mal alle Vierer gedreht, aber das ist ja intelligent gemacht, da verschiebt die Kraft so, wie er sie theoretisch auch. Und wenn du ja in den Driftmodus gehst, hast du ja hinten 80% oder 90%, das ist dann wie ein Hecktriebler. Kannst aber auch auf normal fahren, da fährt er größtenteils nur mit Frontantrieb. Wo wollen wir das nächste hin? Das ist eine gute Frage. Also, abgeliefert haben wir schon mal. So, lad mal die Karte. Ich hab Arkona, das wird gleich eins oben drüber. Habe ich sogar zwei. Roma, das ist drüben. Nochmal. Bacona, Roma, Napoli. Eins runter. Taranto. Bolognese, wie sie schon mal gesagt haben. Bologna. Ja, habe ich nur nicht mehr. Firenze, Parma. Das ist ein Anhänger. Verona, Messina. Nice, Marseille, Nürnberg. Mama Messina. Naja, oh, das ist ein komplett schwarzer Trailer. 644 Kilometer, schaffen wir das überhaupt? 412 von mir aus. Messina. Ich muss noch ein Stück zu. Ach, halt. Hat einen anderen Ort gerade nochmal angenommen. Aber hier habe ich auch Messina. Ja, stimmt. So ja, Milch. Was Gesundes! Oh, da gibt es eine fette Yacht, das ist die ganz große Yacht Queen V39. Die bin ich noch nie gefahren. So, also die Sojamilch soll es sein. Die Sojamilch soll es sein. Ah. Und wo haben wir stehen geblieben? Achso, ja, wegen diesen Dings. Naja, auf jeden Fall, ich merke halt, oder habt ihr das Gefühl, dass bei mir oder bei der Kiste permanent Dings aktiviert ist, hier ABS und ASR, weil den krieg ich in der Kurve nicht quer. Der klebt ja so dermaßen auf dem Boden. Ja, und wenn er in der Kurve geht, jetzt habe ich Scheiße gebaut. Wenn ich den in der Kurve quer kriege, dann schlittert der und das kostet mich übelst Zeit. Ja, das ist ja offiziell auch ein Allradler. Er kann ja theoretisch auch nicht quer fahren. Du hast diesen Driftmodus mit drin, aber du kannst in dem Spiel nicht umschalten. Ja, das ist richtig. Ich will das jetzt so, und theoretisch beim normalen Allradler, den musst du schon zwingen. Also gerade wie beim Evo oder so, den musst du richtig reinwerfen, die Kurve, damit der richtig quer kommt. Und es kostet halt auch mehr Zeit, aber wenn du mit dem normal fährst, also wirklich ordentlich anbremst und schnell wieder durch die Kurve, mit dem kannst du halt durch die Kurve beschleunigen, also schon in der Kurve extrem beschleunigen, da kommst du halt mit dem Hecktriebler nicht hinterher. Also die Kurvengeschwindigkeit ist dann deutlich höher. Ja, das stimmt, wenn ich ordentlich vorher bremse, ich glaube so 130, das Maximum, was ich bis jetzt geschafft habe aus der Kurve raus. Ja gut, jetzt kommt du auf die Kurve an und ne, bin ich jetzt hier vorbeigefahren, was ist denn das für ein Straßengebirge da hier? Ja, so ist der nicht schlecht, der AS hat halt noch den Nachteil, dass der relativ schwer ist, weil der halt den Allrad hat. Da kannst du locker so 200 Kilo nochmal drauf rechnen. Oh, ansonsten geht das schon. Wie gesagt, der RS in deiner Generation, den hab ich ja als Driftkarre. Ja. Obwohl das auch schon wieder scheiße ist, theoretisch, weil das ist ein Fronttriebler. Das ist ein Fronttriebler? Ja, das ist wie meiner, Frontantrieb. Ach so.
Dafür ist er halt deutlich leichter. Naja. Da geht aber halt auch zum Beispiel beim Motortuning oder bei dem deutlich mehr gehen, als wie bei dem RS, den du da jetzt fährst. Weil der 2,3 Liter EcoBoost, JP hat es ja versucht, da kam nicht viel raus aus der Hütte. Also so wie du das hast mit 500 PS, da musst du den Motor schon sehr umbauen dafür. Ich habe jetzt glaube 503 PS, Spitzengeschwindigkeit 300... gute Frage, 308, 310, irgendwie sowas in der Art. Er kommt halt so bis 280, macht er erstmal nicht so Probleme, also ne, geht das Ding und dann braucht er halt ein bisschen, ne? Gut, kannst halt mit Nitro nachhelfen, aber... Ja, es ist ein Auto für die Rundstrecke, das finde ich auch blöd, dass jedes Auto einfach so Nitro hat. Es hat alles Nitro, Moped hat Nitro, ja, ja. Gelände hat Nitro, es ist alles hat Nitro, das ist halt ein bisschen doof. Aber naja, meine Freunde, wir sind erstmal wieder fertig hier für den Part, danke fürs Zuschauen, wir sehen uns im nächsten wieder, Däumchen da lassen nicht vergessen und bis dann auch da rein, tschüss. Tschüss.